Hallo, liebe Freunde. Hier stehe ich mitten im Fluss, und zwar in der Kill, einem der schönsten Mittelgebirgsflüsse Deutschlands, und über eine Flussdurchquerung. Nein, das mache ich nicht jeden Tag, vor allen Dingen nicht mit einem 24 Kilogramm schweren Rucksack. Der Sinn und Zweck dieser Übung, das ist ganz einfach die Vorbereitung auf eine 200 Kilometer Expedition durch Grönland, zu der ich in wenigen Tagen mit meinen Freunden Eduard und Florian aufbrechen werde. Diese 200 Kilometer Tour in Grönland führt uns dann vom Festlandeis bis an die Küste, genauer gesagt vom Russell Gletscher bis nach Sisimiut. Und alles, was wir für diese Zeit benötigen, befindet sich in diesem Rucksack, inklusive dem Essen und allen notwendigen Dingen, die wir brauchen. Ja, und warum das Ganze? Einmal, okay, das ist ein Abenteuer, das macht Spaß, aber wir machen es auch für einen guten Zweck. Und zwar wollen wir mit unserer Aktion Eisbär hilft Löwe auf unsere Projekte, die wir am Äquator haben, und zwar in Tansania und in Äthiopien, aufmerksam machen. Mit unseren Entbehrungen am Polarkreis wollen wir ein bisschen den Fokus lenken auf die Menschen, die es schwer haben und immer unter großen, schwierigen Bedingungen leben. Und mehr Informationen gibt es auf www.jump-ethiopia.de.